Mein Name ist Ulrich Kühn, nach wie vor für die, die das früher auch schon mal wussten, als wir hier im Saal sitzen konnten. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen können. Packen wir es also an. Wir sprechen über Moral heute Abend. Könnte spannend werden, welches Quantum davon wir selbst brauchen, um dieses Gespräch zu führen in aller Öffentlichkeit, hier im Saal und auch bei denen, die uns jetzt im Livestream sehen können. Viele Debatten, die wir führen, im Netz, aber auch analog, vermitteln ja den Eindruck, einem unsichtbaren Moralkompass zu folgen, welcher Himmelsrichtung es entlang gehen soll, wer überhaupt diesen Kompass für die Gesellschaft gebastelt haben könnte, wo das Kraftzentrum versteckt ist, nachdem sich die Nadel ausrichtet, das alles ist aber sofort Streitgegenstand. Und manchen wird dabei so unbehaglich zumute, dass sie sagen, das ist doch überhaupt der falsche Kompass. Moral darf nicht Öffentlichkeit dominieren. Die Motive dieses Einspruchs sind verschieden. Die Angelegenheit bleibt diskussionsbedürftig. Deshalb sind wir hier. Das Wort Moralisierung vagabundiert durchs Land. Wir haben es uns geschnappt, haben es in den Titel dieses Abends gepackt. Mal schauen, was es zu bieten hat. Es ist jedenfalls hier. Wir werden es einkreisen, abtasten, beklopfen. Was hast du uns zu sagen? Bist du wirklich so groß und wichtig, wie behauptet wird? Hilfst du uns oder bist du vielleicht ganz im Gegenteil der Inbegriff einer Entgleisung, ein Ausdruck dessen, dass wir in Wahrheit den Diskurskompass verloren haben, in unseren immer aggressiver und hektischer und kurzatmiger ausgetragenen Meinungskämpfen. Manchmal hat man ja den Eindruck, all die moralbasierten und gelegentlich begotten und auch zu Effekten von Doppelmoral neigenden Debatten könnten in Wahrheit dem Zweck dienen, sich im Recht fühlen zu dürfen. Identitätspolitische Impulse von der linken wie der rechten Seite wirken da besonders anfällig, so der Eindruck, aber dieser Eindruck mag ja täuschen. Erleben wir also wirklich eine Übermoralisierung der Öffentlichkeit? Ist es sinnvoll, Debatten unter Moralvorbehalt zu stellen? Andersherum, kann es überhaupt ein moralfreies Gespräch geben über Themen, die doch mit Überlebensfragen der Menschheit zusammenhängen? Wie also wollen wir miteinander diskutieren? Das soll in etwa unser Thema sein und ich stelle Ihnen die Gäste unseres Abends vor. Professorin Dr. Rahel Jägi lehrt praktische Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin und ist zudem Leiterin des Center for Humanities and Social Change. Sozial- und Rechtsphilosophie, politische Philosophie, philosophische Ethik, das sind Forschungsschwerpunkte, denen sie folgt. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, viel besprochen, zum Beispiel ihre Kritik von Lebensformen, erschienen 2013. Und sie beteiligt sich an öffentlichen Debatten, so heute an dieser. Ganz herzlich willkommen, Frau Jägi. Ohne dass Sie schon gleich den ganzen Abend vorwegnehmen, ist das scheinbar inflationäre Moralisieren aus philosophischer Sicht überhaupt kritikwürdig? Scheinbar inflationäre Moralisieren. Ich glaube, da kommt es sehr darauf an, was man unter Moralisieren eigentlich versteht. Ich neige dazu, vieles von dem, was in der öffentlichen Debatte jetzt immer so eben ein bisschen abwertend als Moralisieren aufgefasst wird, eher als Politisierung aufzufassen. Also als Politisierung von Lebensverhältnissen und von, ja, dann eben teilweise auch Umgangsformen, was auch immer da dann gerade zur Debatte steht, die höchst notwendig ist. Wie käme denn dieses Missverständnis, das dann ja vorläge, zustande? Durch einen falschen Begriff von Moral, den wir uns in der Öffentlichkeit machen? Oder weil ganz bewusst dieser Begriff eingeführt wird, als Kampfinstrument beispielsweise? Ja, er wird ja als Kampfinstrument eingeführt, so ähnlich wie Political Correctness ja irgendwann so als Kampfbegriff eingeführt worden ist. Und man muss natürlich sagen, es ist ja auch ambivalent. Also ich würde ja auch sagen, Moralisieren hat eben einerseits diesen Aspekt der Politisierung, da wird auf einmal über Dinge geredet, die sonst eher so im Dunkel der Gewohnheit sind. Ja? Also die Üblichkeiten, die aber auch sehr häufig eben bestehende Asymmetrien, Diskriminierungen, Herrschaftsverhältnisse eben unter dem Siegel der Gewohnheit, dessen, was normal ist, das, was üblich ist, eben weitertreiben. In der Hinsicht eben bin ich der Auffassung, dass Politisieren genau diese Verhältnisse, auch der Sprechgewohnheiten, auch der, ja, so all das, was da dann immer mit zur Debatte steht, ist genau richtig. Moralisieren im Sinne des Individualisierens finde auch ich ein Problem. Ja? Also ich bin auch durchaus kritisch, wenn es darum geht, Dinge, die man eigentlich politisch verhandeln sollte, moralistisch zu verhandeln. Oder ich bin
kritisch gegenüber dem, was man dann so das leere Sollen nennen kann, also bloße Appelle, Appelle an Tugend oder eben besonders moralische Integrität der Individuen. Also da, wo das Moralisieren dazu führt, dass man Strukturen nicht mehr benennt und aufdeckt und eben nicht mehr in sozialen Strukturen denkt, sondern in Individuen, die sich dann eben moralisch lauter oder nicht verhalten, da, finde ich, fängt das Problem an. Mal schauen, wie Professor Dr. Christian Bermes das sieht, gleich hier rechts von mir. Auch er ist Philosoph, lehrt das Fach an der Universität Koblenz-Landau. Fragen der Ethik, der philosophischen Anthropologie, der Sprachphilosophie und Kulturphilosophie interessieren ihn besonders. Veröffentlicht hat er etwa, und das nenne ich, weil es zum Thema passt, über den Wandel der Sprach- und Debattenkultur. Da geht es um toxische Rhetorik, um das, was gern Verrohung, Radikalisierung genannt wird. Gerade hat er ein von der Volkswagen-Stiftung unterstütztes Projekt abgeschlossen. Es erscheint in wenigen Wochen als Buch mit dem Titel Meinungskrise und Meinungsbildung, eine Philosophie der Doxa. Guten Abend, Herr Bermes. Guten Abend. Spielt denn unsere liebe Moralisierung bei Ihrer Untersuchung von Meinungskrise und Meinungsbildung eine nennenswerte oder gar wesentliche Rolle? Naja, wir werden, glaube ich, nicht an dem Thema vorbeikommen, Moralisierung und Debattenkultur miteinander zu diskutieren oder zumindest zu problematisieren. Denn ich erinnere sozusagen an die Vergangenheit, an die jüngere Vergangenheit. Der Bundespräsident hat sich dazu geäußert, die Differenz zwischen dem Sagbaren und dem Unsäglichen. Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Debattenkultur zu einem Thema gemacht, seitdem populistische Parteien in den Parlamenten sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern und auch nicht nur in Europa. Und wir erinnern uns, was das heißt, spielt natürlich die Debattenkultur eine entscheidende Rolle. Und hier ist dann zu fragen, wenn denn Debatten, und davon gehe ich zuerst einmal aus, etwas mit Meinungen zu tun haben, ohne dass das Wissen ausgeblendet wird. Aber wenn wir Debatten führen, Meinungen ganz wesentlich eine Rolle spielen, was es denn heißt, adäquat mit der Meinung der anderen, aber nicht etwa nur adäquat mit der Meinung der anderen, sondern auch mit der eigenen Meinung umzugehen, also sich zu ihr ins Verhältnis zu setzen. Und diese Art des Umgangs mit Meinungen ist sozusagen eine Art des Versuchs, die Moralisierung etwas zu unterlaufen, ja, zu fragen, wie geht man denn adäquat damit um. Ich meine, spannend wird es natürlich sein, aber das wird der heutige Abend, glaube ich, noch zeigen, dass wir diskutieren können, was heißt denn eigentlich moralisieren ohne Moralisierung? Was bedeutet das denn? Kann es sowas geben und wie sieht das aus? Nehmen wir gleich mal als Frage mit auf den im Kopf geführten Zettel. Wenn ich es wieder vergesse, erinnern Sie mich bitte dran. Ijoamah Mangold, ganz außen sitzend hier, ist kulturpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, Literaturkritiker und hat ein, wie ich finde, äußerst nachdenkenswertes, anregendes und auch amüsantes, weil häufig selbstironisches Buch geschrieben, Der innere Stammtisch, ein politisches Tagebuch. Und darin finde ich beispielsweise das Folgende, sagen wir es so, jeder muss in diesem Leben schauen, wie er es schafft, auf ein Plateau zu kraxeln, von dem aus er auf andere herabschauen kann. Die einen halten sich für was Besseres, weil sie von ihrem ökologischen Gewissen auf die fleischfressenden SUV-Fahrer herabschauen. Ich halte mich für was Besseres, weil ich nicht, wie solche bigotten Musterschüler, meine ökomoralische Rechtschaffenheit zur Schau trage. Hallo Herr Mangold, guten Abend. Guten Abend. Sind denn nun Sie was Besseres oder die anderen? Oder heißt die Botschaft eher, lasst uns mal alle uns selbst nicht so wichtig nehmen und unsere eigene Moral, denn so prächtig, wie wir uns finden, sind wir alle miteinander gar nicht. Ja, wenn Sie Moralisierung kritisieren, sind Sie sehr schnell in der Position, dass Sie realisieren, dass Sie quasi dieselbe Strategie anwenden. Und dann müssen Sie eigentlich das Argument, das Sie gegen die Moralisierer vortragen, auch auf sich selber anwenden. Und das hat dieses kleine Zitat versucht mal durchzuspielen. Da kommt man nicht so ganz raus, außer, und das ist dann eher ein performativer als ein argumentativer Akt, außer durch einen Moment der Selbstrelativierung oder eben anmutiger formulierte Selbstironie. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir darüber nachdenken, wie wir produktivere und angenehmere öffentliche Debattenräume haben könnten, dann hat es sehr viel mit Performance zu tun, hat es sehr viel mehr mit dem Atmosphärischen zu tun, dann hat es sehr viel mehr damit zu tun, wie beobachte ich die anderen, die neben mir sitzen, wie gehe ich auf sie ein. Also gar nicht mit so großflächigen
Argumentationen, sondern vielmehr das, was das Zwischenmenschliche immer ausmacht. Und da würde ich dann auf so einen Begriff wie Takt oder Anmut zurückkommen. Und ich finde, das sind einladende Begriffe, was die Moral zum Beispiel nicht so sehr ist. Die Moral, ist, stelle ich mir vor, oder das ist meine Erfahrung, es ist sehr schwer, eine moralische Position zu formulieren, ohne die, die sie nicht teilen, gleichzeitig abzuwerten. Und das scheint mir zum Beispiel für ein gemeinsames Nachdenken nicht sehr fruchtbar, weil keiner auf der Höhe seiner Intelligenz arbeitet, wenn er sich von seinem Gegenüber abgewertet fühlt. Lassen Sie uns das doch gleich mal diskutieren. Ist Moral ein Faktor, der einen Druck aufbaut in einer Debatte? Ich paraphrasiere jetzt mal in etwa, was ich verstanden zu haben glaube. Ein Faktor, der einen Druck aufbaut, der so einer Debatte im Meinungsaustausch, so wie Sie ihn gerade skizziert haben, Herr Bermes, nicht zuträglich ist, sondern eher hinderlich zuletzt. Sollte man deswegen vielleicht ein bisschen vorsichtig dosieren, wenn es um die Einführung von Moral in den Austausch geht? Naja, der Ausdruck Moral hat natürlich viele Facetten. Und sagen wir mal, eine ganz einfache Bedeutung von Moral würde schlicht lauten, es handelt sich um die Sitten, Gewohnheiten und Gebräuche, die sozusagen Leben und Handeln stabilisieren, Interaktion ermöglichen. Das ist nun jenseits der Rhetorik der Moral. Ja, das ist sozusagen praktiziertes Handeln und Interagieren, in dem durchaus das eine Rolle spielt, was Sie angesprochen haben, Herr Mangold, sozusagen adäquat mit Distanzen umzugehen. Und ein Distanzmittel ist sicherlich der Takt. Ja, also das Distanzmittel, das ist im Übrigen, die Kenner wissen, das diskutiert worden von Helmut Plessner in den Grenzen der Gemeinschaft, das Distanzmittel sozusagen unterhalb der offiziellen Rollenzuteilungen miteinander gesellschaftlich umzugehen, könnte man ein taktvolles nennen. Im Unterschied oder weitergeführt zur Diplomatie dann, wenn es um spezifizierte Rollen geht. So, das ist das eine. Dann sind wir aber nicht bei der Rhetorik der Moral. Ne? Also wir sind sozusagen nicht bei der Deutung der Moral, sondern bei der praktizierten Moral. Wenn wir jetzt aber das Thema diskutieren, was wir sozusagen vor Augen haben, dann haben wir nicht das vor Augen, dem wir uns jetzt nähern und wo wir, glaube ich, noch länger drüber diskutieren werden, sondern wir haben es offensichtlich mit hyperbolischen Moralverständnissen zu tun. Also irgendwie mit nicht situierten, nicht eingebetteten Moralverständnissen zu tun, die sich vielleicht absolut setzen. Und dazu würde ich sagen, lassen sich durchaus einige Merkmale beschreiben. Ich glaube, ein Merkmal könnte sein eines solchen rhetorischen, hyperbolischen Moralverständnisses, ein in der Moderne notwendiger Gewissheitsersatz. Ja? Also, dass man sagt, in modernen Gesellschaften, modernen Wissensgesellschaften ist vieles fragil, unsicher, was wir sozusagen nicht im Griff haben. Aber auf eins müssen wir uns doch einigen. Und dann kommt das moralische Verständnis, na, die Welt müssen wir doch auf jeden Fall retten. Ja? Das wäre allerdings eine Deutung der Moral, was über die praktizierte Moral hinausgeht. Und das wäre vielleicht ein Aspekt einer fehlgeleiteten, einer entkoppelten Moralisierung. Können Sie da mitgehen, Frau Jäggi, wenn man das bezieht auf den von Ihnen vorhin aufgemachten Unterschied zwischen dem, was so gemeinhin Moralisierung genannt wird und kritisch gesehen wird, und dem, was Sie als Politisierung eher gedeutet haben und als eine sehr legitime Herangehensweise an den Diskurs und an die Auseinandersetzung mit den Problemen skizziert haben? So habe ich das jedenfalls verstanden. Ist das frei von dieser Hyperbolisierung, wie Herr Bermes das gerade genannt hat, was da stattfindet auf dem Feld der Politisierung? Nein, das ist es sicher nicht. Und das ist vielleicht auch da, wo man die Grenze ziehen kann zwischen einer Moralisierung. Und ich würde da ja lieber darüber sprechen, dass man sich in einer Gesellschaft eben über die Normen, mit denen man und nach denen man zusammenleben will, verständigt und verständigen muss. Das scheint mir unbestritten, dass das so ist und dass das Prozesse sind, die eben die ganze Zeit passieren. Und gerade wenn sich gesellschaftliche Bedingungen verändern, dann wird das eben immer wieder mal neu ausgehandelt. Und wir leben, glaube ich, in einer Zeit, wo gerade weil sehr viele stabile, für stabil geglaubte Dinge eben gewissermaßen sich verändern, dynamisch geworden sind, diese Aushandlungsprozesse sehr dominant werden, sehr stark sind. Ich glaube, wir kommen nicht so richtig weiter, wenn man dann sagt, naja, aber es kommt darauf an,
das nicht zu sehr, das nicht zu distanzlos, das nicht hyperbolisch werden zu lassen. Ich meine, wer könnte was gegen Selbstironie haben? Ja? Also klar. Ja, und natürlich mag man die Moralisiererinnen nicht, weil man denkt, das sind die, die einem sozusagen jede Art von, also die sozusagen ironiefrei sind. Das kann man aber aus ganz unterschiedlichen Haltungen, wird man das ablehnen, nicht mögen, teilen können oder nicht. Auch die Frage Anmut und Takt, also wer könnte etwas gegen Anmut oder Takt haben? Aber faktisch ist es eben so, dass sich das Verständnis davon, was im öffentlichen Raum und im Zwischenmenschlichen anmutig ist und was noch als taktvoll gilt, eben gerade ändern. Und das heißt einfach, ja, das ist nicht mehr so selbstverständlich, das ist nicht naturgegeben, das ist etwas, wo ganz offensichtlich sich manche Menschen daran stören, wie Anmut und Takt bisher betrieben worden sind. Und das heißt, man handelt das eben neu aus. Also ich glaube, man sieht das immer bei den Dingen, die schon länger so sind, fällt einem das nicht mehr so auf. Ich meine, ein Beispiel, kein vernünftiger Mensch, sage ich jetzt mal, kein normaler Mensch, würde heutzutage eine erwachsene Frau als Fräulein bezeichnen. Ja? Das ist etwas, was irgendwie so, naja, was so aus der Zeit gefallen ist, weil dem auch die Lebenswirklichkeiten gar nicht mehr entsprechen. Tatsächlich ist aber die Abschaffung des Wortes Fräulein oder der Anrede Fräulein ja durchaus ein feministisches Anliegen gewesen. Ja, das musste man ja erstmal deutlich machen, dass das nicht angemessen ist, weil es sich eben auf einen Status bezieht, auf den Frauen dann nicht mehr reduziert werden wollten. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie solche Verschiebungen in dem, was Anmut, Takt und Üblichkeiten sind, eben, ja, das braucht so eine gewisse Zeit, dann ist dieses Gewaltmäßige, was viele Kritikerinnen der Moralisierung darin sehen, ja, jetzt müssen wir ständig nachdenken, was dürfen wir sagen, was nicht, ja, da hat man dann immer so das Gefühl, da ist eben die Polizei ist so im Hintergrund und das möchte man natürlich nicht. Man sieht aber ja eben an solchen Beispielen, an dem, was sich dann eben selber wiederum zu einer neuen Üblichkeit entwickelt, und zwar sowohl, weil es angestoßen worden ist in dem Fall von Feministinnen, als auch, weil sich eben einfach die zugrunde liegenden Realitäten verändert haben. Daran sieht man, dass das ganz normale gesellschaftliche Prozesse sind. Und wenn die sich beschleunigen und wenn die sich diversifizieren im Sinne dessen, dass immer mehr Stimmen darüber mitreden wollen, was wir denn als irgendwie taktvolles Miteinander auffassen, finde ich das gut. Darf ich da gleich drauf eingehen? Ja, Sie haben den Finger in die Wunde gelegt. Sie haben vollkommen recht. Natürlich, es ist eine leicht zu behauptende Aussage, sich für die Selbstironie und für den Takt einzusetzen. Wer wollte das anders sehen? Trotzdem finde ich, damit haben Sie vollkommen recht, trotzdem moderieren Sie mir das Problem im nächsten Zug dann doch zu schnell vom Tisch. Und ich würde ja sogar sagen, ich glaube, dass die öffentliche Debatte in den letzten 2-3 Jahren auch Fortschritte gemacht hat, nämlich Fortschritte der Selbstbeobachtung. Also, dass heute jemand, der quasi mit großen Worten für das Gute und das Unveränderte oder das normativ Wünschenswerte sich einsetzt, das mit einer größeren Zurückhaltung oder Differenziertheit tut als noch vor 4-5 Jahren, verdankt sich nämlich dem Umstand, glaube ich, dass die Öffentlichkeit, dass wir, die wir Zeitungen lesen, die wir Fernsehen schauen, die wir miteinander diskutieren, mittlerweile ein Bewusstsein dafür haben, dass es durchaus erhebliche Schwachstellen eines zu moralisierenden Diskurses gibt. Und die werden, bevor Sie sie wegmoderieren, erstmal zu benennen. Und da ist zum einen Preaching to the Converted. Sie erreichen in der Regel, es ist ein ineffizienter Diskurs, würde ich sagen, Sie erreichen mit Moralappellen in der Regel die Leute, die sowieso schon ihrer Meinung sind. Zweitens das Phänomen des Gratismuts. Es kostet nicht sehr viel. Das war, was Sie mir gerade vorgeworfen haben mit der Berufung auf Selbstironie, was ich unbedingt annehme. Das gilt aber in noch stärkerem Maße auch für die Berufung auf Moral. Und ein Bewusstsein für diese Inflationsstruktur gewissermaßen zu gewinnen, davon, glaube ich, profitiert der öffentliche Diskurs. Erstmal so viel, ja. Und dann würde ich im nächsten Schritt sagen, auch gewissermaßen versuchen, ihnen etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es würde sich schon nochmal lohnen zu schauen, was sich in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren am Diskurs auch verändert hat. Ich würde nämlich sagen, diese Formen, die ich durchaus kritisieren würde, über Moralisierung, gab es in den, sagen wir mal, mehr postmodernen 90er und Nuller Jahren so nicht. Ich glaube also durchaus, dass ein völlig neuer Ton, der durchaus auch was mit der Kontrolle von Vokabular zu tun hat, erst in den letzten 6, 7 Jahren, so unter dem Stichwort Vogue-Movement, in unsere Öffentlichkeit eingezogen ist. Das ist ja vielleicht ein Problem der Nullerjahre.
So, genau. Aber das ist doch schön, weil wenn man das so auffällt, dann ist schon mal klar, logischerweise hat man je nach eigener politischer Standortbestimmung auch ein anderes Verhältnis zu dieser Frage, die in unserer Diskussion zur Frage stellt. Aber also was mich noch interessiert, und das ist auch ein bisschen angeklungen bei der Sache mit dem Diskurs und den Sicherheiten hier. Also meinem Verständnis nach, also ich glaube, die richtige Kritik an einer falschen Form der normativen Thematisierung, sage ich jetzt neutraler, von bis ins Alltägliche, bis in sehr alltägliche Praktiken hineingehenden öffentlichen Dingen. Das Problem dabei ist ja nicht nur die, dass es manchmal dann eben gerade nicht politisierend ist, weil es nicht auf Strukturen, sondern eben auf einmal so auf das redliche Individuum zu zielen scheint. Das zweite Problem scheint ja zu sein, und so scheinen Sie das Moralisieren ja sehr stark zu verstehen, ja, dass in dem Moment, wo Moral ins Spiel kommt, weiß man immer schon alles. Ja? Das ist sozusagen das Argument, deshalb sagt man dann ja auch immer die Moralkeule und so weiter. Dann kann niemand mehr zur Gegenrede ansetzen. Meinem Verständnis nach ist das völlig anders. Also ich meine, wenn wir, das ist vielleicht auch eine Berufskrankheit, aber wenn wir Moral hören, dann denken wir an Streit. Ja? Also dann denken wir daran, ja, da wird eine Position geäußert, die sofort von 15,5 Gegenpositionen attackiert wird. Und das heißt, auf die Frage hin, was erfordert eigentlich, wozu fordern uns diejenigen, die solche normativen und moralischen Gesichtspunkte in die Debatte bringen, auf? Ich würde sagen, dazu Gründe. Gegengründe anzuführen, dazu Rechenschaft darüber zu geben, was alles mitgemeint ist, was impliziert ist, welche Formen verdeckt werden, indem bestimmte Dinge, Praktiken, Redeweisen selbstverständlich mitgeführt werden. Das ist also im Grunde ist es eine Öffnung des Diskurses. Ja, das ist interessant. Ich habe einen anderen Eindruck. Für mich ist die Moral immer quasi die Abkürzung des Denkens. Man kommt mit einem Schritt, ist man schon gleich beim normativen Ziel angekommen, statt den komplizierten Weg der Herleitung zu gehen. Und in Ihrem Milieu scheint es anders zu sein. Ich würde sagen, es ist eben nicht die Abkürzung, sondern die Offenlegung dessen, dass hier ein Weg ist, dass hier ein Kompass ist. Und dann kann jemand kommen und sagen, aber der Kompass ist falsch eingestellt oder es ist überhaupt der falsche Kompass. Oder? Ja, also ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine völlig andere Auffassung davon, was damit eigentlich gemacht wird, wenn man das, was ich jetzt als im Prinzip Dehn- und Naturalisierung von sozialen Üblichkeiten, Normen und Gewohnheiten auffasse, ja, wo ich sagen würde, das ist der erste Schritt. Ja, wenn man die entselbstverständlicht und auch aufdeckt, was in sehr unscheinbaren Dingen mitgemeint ist, getan wird, in dem Moment öffnet man die Debatte für das, was sich dahinter eben versteckt, für die Dinge, für die Vorstellungen über das gemeinsame Leben, die sich dahinter verborgen haben. Ich versuche mal, eine verbindende Brücke zwischen Ihren beiden Milieus zu schlagen, um das Wort von Herrn Mangold aufzunehmen, und eine Brücke der Gestalt, dass Herr Bermes dann womöglich sogar hinübergehen kann und in ihrer beiden Milieus ein bisschen mitmilieutisieren kann, falls dieses Verb gebildet werden können sollte. Könnte es sein, Herr Mangold, dass das Unbehagen, das zumal in Ihrem Milieu gelegentlich an dem empfunden wird, was Moralisierung genannt wird, damit zusammenhängt, dass das, was in Frau Jeggis Milieu in großer Streitlust als Aushandlungsprozess ausgetragen wird, nach der Wahrnehmung etlicher in Ihrem Milieu dann wiederum kredenzt wird als etwas in diesem Stadium schon wieder recht Festgefügtes, das dargereicht wird und das man so hinzunehmen habe. Das kann ja ein falscher Eindruck sein, aber ist das vielleicht ein Eindruck, der diese Wahrnehmung ein bisschen triggert, von der Sie da eben berichtet haben? Ganz unbedingt, dann sollten wir auch nicht um den heißen Brei herumreden. Ich habe es jetzt mal getan, aber Sie sprechen Klartext. Die Metadiskussion, unser Veranstaltungstitel ist die Metadiskussion zu einer sehr konkreten Frage, die aus den heißen Kulturkriegen unserer Zeit kommt. Und auf die werden wir sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Und selbstverständlich, wenn man der Meinung ist, dass gewissermaßen all das, was das progressive Woke-Milieu an neuen Wertvorstellungen, nicht nur an den Universitäten, dort fing es an, aber genauso stark mittlerweile in den großen Konzernen durchsetzt, Stichwort Diversity oder Identitätspolitik. Wenn man dem gegenüber kritisch gestimmt ist, hat man natürlich das Gefühl, dass das kein so meinungsoffener Aushandlungsprozess ist, wo man völlig überrascht ist, zu welchem Ergebnis man bei jeweiliger Diskussion kommt, sondern man hat das Gefühl einer sehr streng gestrickten weltanschaulichen Phalanx, die über die Verwaltungen und über die großen kapitalistischen Konzerne durchgesetzt wird.
Also konkret und simpel gesagt finde ich es für mich biografisch zum Beispiel eine interessante Erfahrung. Ich bin sozialisiert worden mit dem französischen Poststrukturalismus in den 90er Jahren und ich habe das immer für eine interessante, inspirierende, aber letztendlich doch Elfenbeinturm-Theorie gehalten und war dann 10 Jahre, 15 Jahre später doch sehr überrascht, dass das alles 1:1 Verwaltungspolitik geworden ist. Und da muss ich auch sagen, Hut ab, das hätte ich entsprechenden Vertreter nicht zugetraut, aber davor habe ich den größten Respekt, auch ein gesundes Machtbewusstsein dabei. Aber was ich sagen will, ja, ich sehe das, was Sie, Frau Jäger, vermutlich als einen produktiven, ergebnisoffenen, akademisch-universitären Diskurs sehen, sehr, als etwas sehr Dogmatisches an. Auch weil ich das Gefühl habe, dass bei Professoren wie bei Studenten abweichende Meinungen kaum mehr ertragen werden. Das ist ja, was wir so unter dem Schlagwort Deplatforming oder so abhandeln. Es geht ja nicht mehr um die Frage der Auseinandersetzung, sondern die abweichende, die unerträgliche Meinung darf erst gar kein Podium bekommen, weil sonst zu viele Gefühle verletzt oder Retraumatisierungen riskiert werden könnten. Und dieses ganze Konzept, Stichwort Safe Spaces, ich weiß schon auch, dass das in den USA ganz stark ist und in Deutschland noch lange nicht so stark, aber gleichwohl die Richtung ist vorgegeben und Deutschland ahmt in diesen kulturellen Veränderungsprozessen immer die Vereinigten Staaten nach und tut es auch in diesem Fall. Das Prinzip Safe Space oder Triggerwarnung, also Stichwort, bevor Sie in ein altphilologisches Seminar gehen, wo es um Ovids Metamorphosen geht, wird selbstverständlich vorher darauf hingewiesen, dass Apoll versucht, die Daphne zu vergewaltigen, bevor sie sich in einen Lorbeer verwandelt. Und das muss ausgewiesen werden, damit niemand in die Gefahr gerät, bei diesem klassischen Text mit etwas unangenehm konfrontiert zu sein, was ihn verletzen könnte. Kurzum, all dieser Großkomplex, den wir unter dem Stichwort aktuelle Kulturkämpfe zusammenfassen können. Bei dem ist es mir manchmal unheimlich, weil ich das Gefühl des Dogmatischen nicht losbekomme, wenn ich ihn mir anschaue. So,